Nächster Sachverständiger ist vom Chaos Computer Club hier in Berlin, Herr Linus Neumann. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich für die Einladung. Wir wollen uns hier mit technischen Problemen auseinandersetzen und diese in einem Gesetz adressieren. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe, denn am Ende müssen wir technische Probleme lösen und gehen da mit dem Werkzeugkasten der Juristen dran und versuchen uns Regulationen herbeizuführen, die zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit führen sollen. Eine Erhöhung der IT-Sicherheit ist aus meiner Perspektive auf zwei Wege möglich. Wir können einmal auf eine Härtung hinarbeiten, das heißt, im Schadensfall wird der mögliche Schaden begrenzt. Also ich richte ein System so aus, dass es quasi den Angriff schon vorhersieht und sagt, wenn der Angreifer dann mich übernommen hat, dann hat er trotzdem nur möglichst wenig Kontrolle über mich oder meine Daten. Das sind Maßnahmen, die ich unter der Härtung zusammenfasse. Und es gibt natürlich noch die Prävention. Wir haben es gerade gehört, ungefähr 5 Bugs pro 1000 Zeilen Code, die sicherheitsrelevant sein sollen. Die kann man finden und die kann man entfernen. Das ist eine große Arbeit, der ich seit Jahren beruflich nachgehe. Aber das ist natürlich am Ende die einzige Möglichkeit, ein Sicherheitsrisiko loszuwerden, indem man es wirklich entfernt. Und unter dieser Perspektive habe ich mir diesen Gesetzentwurf angeschaut und mir angeschaut, okay, wo gibt es denn Anreize, eine Erhöhung der technischen IT-Sicherheit tatsächlich herbeizuführen? Als erstes fällt mir auf, wenn ich mir das anschaue, dass wir hier einen sehr großen Fokus auf kritische Infrastrukturen haben. Ja, was nicht schlecht ist. Wir haben als Chaos Computer Club auch davor gewarnt, dass die kritischen Infrastrukturen in Deutschland nicht ausreichend geschützt sind. In seinem Lagebericht der IT-Sicherheit 2009 schreibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik allerdings, bei den Betreibern der sogenannten kritischen Infrastrukturen können IT-Sicherheitsbewusstsein und Kompetenz sowohl auf Management-Ebene als auch in der Umsetzung durchweg als hoch eingeschätzt werden. Wie gesagt, wir teilen diese Auffassung nicht. In seinem Lagebericht 2014 schreibt das BSI von einmal 16 und einmal 18 Millionen Fällen von Identitätsdiebstahl. Sie erinnern sich, damit war das BSI dann auch sehr groß in den Medien, weil es sich nicht besonders gut darum gekümmert hat, die Person dann auch über ihre Probleme in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig sehen wir hier in diesem Gesetzesentwurf, wenn wir 16 Millionen Angriffe auf Bundesbürger haben, einen starken Fokus auf genau diese kritischen Infrastrukturen, die angeblich ja schon so gut geschützt sind. Wir würden uns dann natürlich wünschen, dass der Endnutzerschutz hier eine sehr viel größere Rolle bekommt, nämlich die in Anbetracht der Bedrohungslage offensichtlich auch angemessen wäre. Kleiner Scherz am Rande, in diesem Sicherheitsbericht zur Lage der IT-Sicherheit wird ein Angriff auf kritische Infrastruktur dokumentiert, 2014. Da wurde Mitarbeitern einer kritischen Infrastruktur mittels eines Phishing-Angriffs das Gehaltskonto übernommen und dann Geld überwiesen. Also da waren auch wieder Bürger und Endnutzer Opfer und die kritische Infrastruktur wurde trotz des erfolgreichen Angriffs verschont. Weiterhin stört mich sehr an diesem Gesetzesentwurf, dass dort jegliche Proaktivität fehlt. Wir haben gerade schon den Begriff gehört des Standes der Technik, der eingehalten werden soll. Stand der Technik ist grundsätzlich das, was wir gerade vorfinden. Das heißt, das wird grundsätzlich per Definition schon eingehalten. Interessant ist, wenn wir sagen, wir gehen als Gesetzgeber hin und wir wollen Menschen vor dem Angriff auf die IT-Systeme schützen, dann müssen wir diese technische Sicherheit erhöhen. Und das können wir nicht durch Meldepflichten machen, die grundsätzlich nur den Fall betreffen, wenn der Angriff schon erfolgt ist und im Zweifelsfall erfolgreich war. Also eine Meldepflicht hat noch keinen Hack verhindert. Wir haben dann Sicherheitskonzepte, die für die Wirtschaft und die für die kritischen Infrastrukturbetreiber vorgesehen sind, um dieser Rechtsunsicherheit des Stands der Technik zu entfliehen. Ja, also steht relativ klar, muss Stand der Technik genügen, kein Mensch weiß, was Stand der Technik ist. Also müssen wir ein Sicherheitskonzept beim BSI einreichen als Betreiber kritischer Infrastruktur und dann sagt das BSI, yo, so ist in Ordnung, das ist Stand der Technik, jetzt seid ihr diese Rechtsunsicherheit los. So funktioniert ja dieses Gesetz. Man kann sich ungefähr vorstellen, was jetzt los ist, wenn diese ganzen kritischen Infrastrukturbetreiber sich in ihren Verbänden treffen müssen, ihre existierenden Sicherheitskonzepte alle an einen Tisch legen müssen, die natürlich
größtenteils die gleichen Sachen abdecken, aber natürlich in komplett anderer Sprache formuliert sind, anders geclustert, anders strukturiert sind. Da muss man sich dann irgendwann zusammensetzen und sagen, jetzt machen wir ein gemeinsames Sicherheitskonzept für den Telekommunikationssektor als Beispiel. Das soziale Dilemma der Menschen, die da in diesem Raum sitzen und den gemeinsamen Entwurf vorschlagen müssen, ist doch, schreiben wir jetzt einen Sicherheitsstandard, den wir alle schon erfüllen, oder schreiben wir einen, den wir alle noch nicht erfüllen und der für uns alle mit unterschiedlichen Investitionen verbunden ist. Ich möchte da jetzt niemandem was unterstellen, aber wenn ich in dieser Situation wäre, gebe ich freimütig zu, ich würde zusehen, diesen Sicherheitsstandard möglichst gering zu halten, um mir meine eigenen Probleme bei deren Einhaltung auch entsprechend zu verringern. Wir haben dann den Punkt des § 100 TKG, wo eine zeitlich unbegrenzte Datenvorhaltung legitimiert wird zum Zwecke des Erkennen, Eingrenzen und Beseitigen von Störungen. Dabei wird offenkundig außer Betracht gelassen, dass Störungen akute Phänomene sind, die ich akut behandeln muss, akut lösen muss. Und da hilft mir sicherlich nicht ein mehrere Tage oder sogar, wie der AK-Vorrat dokumentiert hat, bis zu 180 Tage zurückreichender Datensatz, was ich alles für Verkehrsdaten in meinem System hatte. Das heißt, das ist einfach Unsinn. Ja? Und da wäre mindestens eine zeitliche Eingrenzung und auch eine Eingrenzung des Verwendungszweckes notwendig. Aber selbst dann wäre dieser Paragraph trotzdem immer noch unsinnig. Ja? Ich habe das schon in einer anderen Stellungnahme angesprochen, deswegen fasse ich mich kurz. Wir haben bei dem BSI einen inhärenten Interessenkonflikt, weil es dem Bundesministerium des Inneren untergeordnet ist. Das Bundesministerium des Inneren ist nicht nur im defensiven Bereich der IT-Sicherheit tätig, sondern auch sehr aktiv im offensiven Bereich der IT-Sicherheit. Sie haben hier vor kurzem dokumentiert hat es die Presse, Sie haben es besprochen, die Wunschliste des BND, der sich also in offensiven Fragen der IT-Sicherheit ein sehr viel größeres Budget wünscht. Und wir haben vor kurzem eine Veröffentlichung gehabt, in der festgestellt wurde, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch die Entwicklung von Staatstrojanern unterstützt, also von Maßnahmen, die nun wirklich nicht unter IT-Sicherheit fallen, sondern im offensiven Bereich liegen. Das heißt, als eine zentrale Meldestelle für IT-Sicherheitsvorfälle ist das BSI grundsätzlich nicht geeignet, solange es diesem Interessenkonflikt unterliegt. Deswegen plädiere ich erneut für die Aufstellung des BSI als eigenständige Bundesbehörde mit eindeutigem Sicherheitsauftrag. Ja, ich habe zum Essen auf Rädern ist da, falls das keiner gesehen hat, hinten im Raum. Ich habe zunächst eine ganze Batterie an Fragen an Herrn Neumann und dann noch Fragen an Herrn Schiller, Herrn Hornung und Herrn Hange. Ich fange mal mit Herrn Neumann an. Sie haben ja in Ihrem Statement den größeren Endnutzerschutz als zentralen Punkt genannt. Und vor diesem Hintergrund will ich Sie doch noch mal zu den Meldepflichten fragen. Sie haben vorhin gesagt, so eine Meldepflichten haben noch keinen Hack verhindert. Und die Frage für mich ist jetzt schon, wenn Sie den Endnutzerschutz in den Mittelpunkt stellen, ob vor dem Hintergrund, dass auch Endnutzerinnen und Endnutzer irgendwie ja mit Problemen umgehen müssen, ob es da nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt oder es doch sinnvoll sein kann, so eine Meldepflicht zu haben. Aus Sicht von Endnutzerinnen und Endnutzern. Und das will ich dann schon noch mal verbinden mit der Frage, ob es unter diesem Gesichtspunkt nicht eher ein Mehr an Meldepflichten geben müsste, nämlich eher die Frage, ob es nicht auch Details zu Sicherheitslücken und Möglichkeiten zur Beseitigung und der Umgehung von Sicherheitslücken öffentlich gemacht werden müssten und ob es sinnvoll wäre, ein Verbot des Handelns mit Sicherheitslücken im Gesetz zu verankern. Das Zweite, was ich Sie fragen wollte, ist, Sie haben vorhin gesagt, dass Stand der Sicherheit der Technik das ist, was schon die ganze Zeit vorhanden ist und Sie hätten gern mehr Proaktivität in diesem Gesetzentwurf. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie da einfach eine Idee haben, wie diese Proaktivität in so einem Gesetz verankert werden könnte, wie die aussehen könnte. Die
Dritte Frage. Sie haben die ambivalente Funktion des BSI angesprochen. Als ein Amt, das dem Bundesministerium des Innern unterstellt ist. Auch wieder aus Sicht der Endnutzerinnen und Endnutzer könnte es ja möglicherweise sinnvoll sein, so eine Art Auditierung vorzunehmen von Infrastrukturen, von Teilen von Infrastrukturen. Das erscheint mir ein bisschen schwierig, solange das BSI dem BMI untergeordnet ist. Wäre A, eine Auditierung sinnvoll, B, wäre auch vor dem Hintergrund einer Auditierung es möglicherweise sinnvoll, das BSI quasi als unabhängige Stelle zu konstruieren. Letzte Frage an Sie. Sie haben vorhin gesagt, dass ein Störfall, sozusagen, wenn es einen akuten Störfall gibt, braucht man nicht gefühlte 100 Jahre gespeicherte Daten und haben den 100 TKG kritisiert. Und hat Herr Czersich vorhin gesagt, dass man ja trotzdem sozusagen ein paar Dateien braucht, um zu gucken, ob es einen Angriff gibt. Vor dem Hintergrund würde ich Sie bitten, einfach noch mal was zu sagen zu diesem 100 TKG, wie Sie das sehen, in welchem Umfang, welche Daten überhaupt und wenn ja, wie lange. Herrn Schiller würde ich gerne noch mal fragen, und die Frage geht auch gleichzeitig an Herrn Hornung, das betrifft so ein bisschen den Anwendungsbereich. Wenn ich das Gesetz richtig gelesen habe, werden aus dem Gesetz Unternehmen rausgenommen. Herr Schiller hat von KMU, glaube ich, gesprochen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Grenze dort 250 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro. Also alles, was mehr als 250 Mitarbeiter hat und eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro, würde dann unter das Gesetz fallen. Da würde mich bei Herrn Hornung interessieren, ob das sozusagen mit dem Bestimmtheitsgebot irgendwie noch Sinn macht. Also aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht, weil entweder es ist etwas kritisch oder es ist etwas nicht kritisch, kann aber nicht an der Mitarbeiterzahl festgemacht werden. Und die gleiche Frage auch nochmal an Herrn Schiller, ob es nicht, Sie haben gesagt, im zweiten Schritt soll man drüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, gleich von Anfang an alle einzubeziehen. Und die letzte Frage geht an Herrn Hornung und an Herrn Hange. Ich habe beim Lesen des Gesetzentwurfs ganz hinten gefunden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz bis zu 50 Stellen mehr bekommen soll in Erfüllung dieses Gesetzes. Und dann stand irgendwie drin, diese 50 Stellen mehr sollen eingeführt werden, weil ja das BSI Daten dem Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt. Und jetzt habe ich mir das Gesetz angeguckt und finde im 8b Absatz 2 Nummer 4 aber nur Unterrichtungspflichten. Und deswegen ist meine Frage, ob Herr Hornung in dem 8b Nummer 4 tatsächlich eine Möglichkeit zur Datenübermittlung an das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, und an Herrn Hange auch die Frage, ob er das als sozusagen Ermächtigungsgrundlage für eine Datenübermittlung sehen würde oder ob möglicherweise schon bereits jetzt Daten einfach übermittelt werden. Herr Neumann. Vielen Dank für die ausführlichen Fragen. Ich hoffe, ich habe mir alle gemerkt. Die erste Frage betraf die Meldepflichten. Da hat Herr Czersich auch gerade korrekt angemerkt, es wäre jetzt der Fall denkbar, ne? Es findet irgendwie ein Angriff auf die Deutsche Telekom statt. Die Deutsche Telekom ist in der Lage, den zu detektieren und irgendwie abzuwehren und warnt dann die anderen, und die werden dann davor geschützt, und dann ist ja was Gutes geschehen. Gleichzeitig haben wir aber schon darüber gesprochen, dass es sich um Ad-hoc-Angriffe handelt und ein Angriff in der Regel dann erfolgreich ist, wenn er neuartig ist. Denn Sie haben in Ihrer Infrastruktur eine ganze Menge Zeug stehen, was jeden bekannten Angriff und jede bekannte Sicherheitslücke irgendwie abwehren soll. Ja, vorausgesetzt, dass das alles irgendwie im halbwegs normalen Betrieb ist. Sind Sie also gegen bekannte Angriffe als halbwegs vernünftig aufgestellte Infrastruktur sehr gut geschützt? Es fängt dann aber an, oder die hohe Kunst fängt dann an, wenn wir von neuartigen Angriffen sprechen, wenn nämlich genau die Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die wir noch nicht kannten. Entschuldigung? Achso. Wenn genau die Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die wir noch nicht kannten, der Angriff passiert, von dem man nicht wusste, dass er möglich sein würde. Nehmen wir mal so ein OpenSSL-Beispiel, ja, wo dann auf einmal ein 2 Jahre alter Bug gefunden wird in einer höchst sicherheitskritischen Software, die von vielen deutschen Banken genutzt wird und damit die Sicherheit des Online-Bankings massiv bedroht. Ja? Das ist also irgendwie, das wäre jetzt ein akuter Fall, den keiner vorhersehen konnte, den auch im Zweifelsfall
der größere Teil der Unternehmen nicht detektieren konnte. Und da genau geht nämlich das Problem los. Um den neuartigen Angriff zu detektieren, muss ich ihn sehen und bemerken. Und es ist durchaus eine korrekte Feststellung, dass die meisten deutschen Unternehmen in diesem Bereich noch größere Defizite aufweisen. Gleichzeitig hat der Angreifer aber im Zweifelsfall keine Motivation, erst die Deutsche Telekom anzugreifen und zu warten, bis sie den Angriff abgewehrt, erkannt und ausgewertet hat und andere warnt, bevor der Angreifer dann, was weiß ich, beispielsweise nicht Konkurrenten, sondern andere Marktteilnehmer angreift. Ja, also das heißt, als Angreifer habe ich relativ wenig Grund, irgendwie darauf zu warten, bis irgendjemand meinen abgewehrten Angriff ausgewertet und in Ruhe erkannt hat. Geschweige denn, vielleicht erkennt er ihn auch überhaupt nicht. Ja? Und was also die Meldepflichten angeht, singt jetzt hier das hohe Lied auf die Meldepflichten, alle werden davon profitieren, dann fragt man sich ja, warum es freiwillig keiner macht im Moment. Denn seit 2012 haben wir ja die Gelegenheit, in der Allianz für Cybersicherheit solche Meldungen abzugeben. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, eben freiwillig dort teilzunehmen und davon zu profitieren. Jetzt wird man sofort sagen, ja, das tun Sie aber doch, das tun Sie ja, das ist großer Erfolg, Allianz für Cybersicherheit. Dann frage ich mich, warum das jetzt in ein Gesetz geschrieben werden muss. Insofern, irgendwas funktioniert dann nicht ganz richtig. Ein weiteres Problem, was ich noch nicht angesprochen habe, und da haben wir gerade über die Endnutzer gesprochen, ist, dass Unternehmen IT-Sicherheit als ein sehr multidimensionales Problem betrachten müssen. Es gibt sehr viele Angriffsmotivationen, viele davon sind auf einen direkten Schaden des Unternehmens ausgerichtet, einige davon nicht. Grundsätzlich sind die Angreifermotivationen aber von Seite des Angreifers gedacht. Das heißt, ich habe als Angreifer ein bestimmtes Angriffsziel, von dem ich mir einen bestimmten Profit verspreche und für diesen Profit oder für diesen Vorteil oder für dieses Ziel bin ich bereit, einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen. Und nun kann es sein, dass ich beispielsweise geistiges Eigentum stehlen möchte und damit sehr konkret den Kern des Geschäftsinteresses meines Opfers berühre und ein Risikoszenario oder ein Angriffsszenario realisieren möchte, was mein Ziel im Zweifelsfall auch schon bedacht hat. Ja, also zum Schutz des geistigen Eigentums unternehmen in der Regel relativ große Schutzvorkehrungen. Gleichzeitig scheinen ja, wenn man sich einfach nur die erfolgreichen Angriffe anschaut, die Schutzmaßnahmen zum Schutze der Kundendaten irgendwie etwas geringer zu rangieren. Denn da sind die Angriffe offenbar häufiger erfolgreich. Und was ich denke, wenn man regulatorisch eingreifen möchte, dann sollte man insbesondere den Unternehmen dort Anreize geben durch Haftungen, durch Zwänge, durch vielleicht Steuererleichterungen, das müssen Sie sich überlegen, was Sie da machen, genau den Risikoszenarien zu begegnen, die eben nicht Ihr Kerngeschäftsinteresse betreffen, sondern die, bei der andere Personen, insbesondere natürlich die Endnutzer, zu Schaden kommen. Ja? Also ich muss einem Betreiber einer Gelddruckmaschine nicht erklären, wie er diese Gelddruckmaschine am Laufen lässt. Ja, aber was am Rande von dieser Gelddruckmaschine alles reingeschoben wird und wo auch noch Angreifer dran Interesse haben, da ist es völlig selbstverständlich, dass Unternehmen da diesen Angriffsrisiken geringere Prioritäten zuweisen. Ist völlig verständlich, ergibt sich aus den Anreizen. Wenn man da regulatorisch eingreifen möchte, dann muss man eben diese Anreizlandschaft verändern. Dann wurde noch gefragt nach konkreteren Maßnahmen, die also zum Schutze von Endverbrauchern beitragen würden. Und es wurde auch hier angemerkt, dass kleinere und mittelständische Unternehmen und eigentlich jedes Unternehmen, das nicht als kritische Infrastruktur eingestuft ist, nicht wirklich in den Genuss dieses IT-Sicherheitsgesetz kommen wird. Da sehe ich andere Möglichkeiten, die ja sehr viel sinnvoller wären. Ich hatte das in meiner Stellungnahme an den Ausschuss Digitale Agenda, die ja diesem Gesetzesentwurf vorausging, auch so vorgeschlagen, dass man sagt, schauen wir doch mal, was sind denn zum Beispiel Softwareprodukte, auf die ein großer Teil unserer Infrastruktur basiert? Beispielsweise dieses OpenSSL. Ja? OpenSSL hatte diesen Heartbleed-Bug, den kennen Sie alle. Das war der, wo alle auf einmal völlig panisch waren und die gesamte Sicherheit des Internets kaputt war. Ganz so schlimm war es nicht, aber es war nah dran. Dieser Bug bestand 2 Jahre in diesem quelloffenen Paket. Ein Open-Source-Produkt, das, wie gesagt, Banken in Deutschland und alle möglichen Anbieter von Telediensten nutzen, das frei zur Verfügung steht und das
als Stand der Technik gilt. Ja, also es, wenn man das nutzt, macht man nichts falsch. Gleichzeitig hatte offensichtlich niemand dieser Nutzer, keines dieser Unternehmen, irgendein Interesse daran, dieses kostenlose Softwareprodukt einfach mal einer Auditierung zu unterziehen, um seine eigene Risikolandschaft zu verringern. Das hat sich dann irgendwann bösartig gerecht, als dann Google und die Firma Codenomicon das einfach mal gemacht haben. Ja? Profiteure dieser Sicherheitsüberprüfung waren alle, die am Ende diese Sicherheitslücke weniger hatten. Das ist natürlich auch der Grund, warum ein einzelnes deutsches Unternehmen wahrscheinlich keine große Motivation verspürt, eine Auditierung eines Produktes vorzunehmen, das allen kostenfrei zur Verfügung steht. Insofern auch hier ein soziales Dilemma. Die Unternehmen haben keinen Anreiz, da rein zu investieren, profitieren aber ohne Ende davon. Gleichzeitig haben sie überhaupt gar kein Problem, jede Einzelplatz-Windows-Lizenz ihrer 10.000 Firmenlaptops zu bezahlen, aber für den Grundpfeiler der IT-Sicherheit eines Online-Banking-Systems Geld auszugeben, ist da eben einfach nicht motiviert. Da könnte ich mir schöne Produkte, schöne Lösungen vorstellen, dass man so einen Fonds macht, gerne auch unter Verwaltung des Herrn Hange, der dann sagt, pass mal auf, wir haben uns das mal hier angeschaut, das und das und das und das sind Softwareprodukte, die, auf denen wirklich viel unserer Sicherheitsannahmen basiert. Da werfen wir jetzt mal alle möglichen Auditierungen drauf, da werfen wir Bug-Bounties drauf und sorgen dafür, dass das richtig gehärtet wird. Und da werden alle von profitieren, weil diese Produkte eben gemeinfrei zur Verfügung stehen. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, was machen wir denn mit der proprietären Software? Der Ausspruch stammt nicht von mir und ich weiß nicht genau, von wem er stammt, aber es gibt so einen Vergleich zwischen Software- und Drogenhändler. Das sind so die einzigen, die noch ohne jegliche Garantie operieren können auf dem deutschen Markt. Ja? Also eine Software wird geliefert, da haftet niemand für, wenn da irgendwas schief geht. Und das wird ja hier auch von den anderen Sachverständigen bemängelt. Wenn wir da jetzt eine reine Haftung auf den Betreiber abwälzen, dem sind in vielen Fällen die Hände gebunden, weil der größere Teil der Software, die eingesetzt wird, eben von Zulieferern kommt. Und da haben sie teilweise sehr lange Fristen, bis sie von denen überhaupt eine Antwort bekommen und dürfen dann noch längere Zeiten darüber diskutieren, ob es sich da überhaupt um eine Sicherheitsschwankung handelt, die sie festgestellt haben oder nicht. Insofern wäre da eine ganz einfache Haftung, würde mit sehr viel weniger Bürokratie einen sehr schönen Effekt erzielen. Kurz am Rande sei noch angemerkt, dass natürlich die gesamte Awareness für Themen der IT-Sicherheit in der Grundbevölkerung und so auch in den Mitarbeitern dieser kritischen Infrastrukturen wahrscheinlich noch nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Da könnte man also auch noch in Awareness-Kampagnen, in Schulungen und so weiter investieren. Auch hier nichts in dieser Richtung gegeben. Ich hoffe, damit habe ich einen größeren Teil der Proaktivität von Frage 2 auch schon mit abgedeckt. Die Frage zur Unabhängigkeit des BSI, ich hatte das eingangs auch schon betont, das wäre mir ein dringendes Anliegen. Das BSI hat ein Imageproblem, auf einerseits aufgrund der Vorkommnisse, die wir eben in der IT-Sicherheit für die Bevölkerung dieses Landes sehen, also das Mitarbeiten an einem Staatstrojaner, eine nicht auch nur mangelhafte, sondern absolut ungenügende Aufklärung über diese Identitätsdiebstähle, die in den letzten Jahren bekannt wurden, wo also bis heute der größere Teil der Menschen, die da zum Opfer gefallen sind, nicht sinnvoll darüber informiert wurde. Da haben wir also schlechte Erfahrungen gemacht als Zivilbevölkerung. Und ich leite aus dem bisherigen Erfolg der Allianz für Cybersicherheit, die jetzt in irgendein Gesetz gegossen werden soll, auch ab, dass da der Erfolg nicht so groß ist. Und ich glaube, dass das Kernproblem die mangelnde Unabhängigkeit des BSI ist. Ich denke, insgesamt kann man in dieser Behörde auf Kompetenz hoffen. Insgesamt liest man auch auf den Seiten des BSI ganz interessante Dinge. Und es ist leider, wie ich auch eingangs erwähnt habe, sehr schade, dass sich dieses Gesetz nicht auf die Lageberichte des BSI, die es übrigens nach meinen Recherchen seit 2009 regelmäßig herausgibt, Herr Hange, also müssen Sie Ihren Text noch mal kurz anpassen, kann man also sehen, dass die Bedrohungsszenarien, die da dokumentiert sind, mit diesem Gesetzentwurf eben leider nicht angesprochen werden. Zuletzt ging es dann noch mal um die Daten. Der Herr Scherzig hatte mich da zu Recht darauf hingewiesen. Ich kann insbesondere ein Kommunikationssystem, vor allem von der Größe wie das, für das der Herr Scherzig verantwortlich ist, nicht im Blindflug operieren lassen. Da fallen alle möglichen Daten an. Und diese Daten brauche ich auch zur Kontrolle der Funktionalität dieses Systems.
Was ich aber nicht machen kann, ist dann schreiben, wir formulieren einen Freibrief, alle Daten dürfen zeitlich unbegrenzt aufgehoben werden und wie gesagt, im Falle eines konkreten Störfalles, das habe ich in meiner Stellungnahme auch ausformuliert, gibt es durchaus auch die konkrete Notwendigkeit, wirklich in Verkehrsdaten hineinzuschauen und da auch wirklich herbe Verletzungen des Datenschutzes zu begehen, um den Betrieb dieser Infrastruktur aufrechtzuerhalten, um den Angriff vernünftig aufklären zu können und abwehren zu können. Das ist in der Tat richtig. Soweit ich das sehe, ist in diesem Fall, wenn ich mich nicht täusche, sogar heute schon ein Informieren der Nutzer notwendig. Das heißt, wenn die technische Notwendigkeit gegeben ist, sollte selbstverständlich dem Betreiber das Recht gegeben werden, alles zu tun, was zur Aufklärung des Angriffs notwendig ist und was zur Abwehr des Angriffs notwendig ist. Aber dann doch bitte auch die betroffenen Nutzer im Nachhinein vernünftig darüber informieren und dann bitte diese gesamte Maßnahme eine einmalige, durch den akuten Störfall ausgelöste Maßnahme sein lassen und sich nicht stattdessen im Prinzip einen gesetzlichen Freibrief holen, einfach Daten zu speichern. Wie gesagt, bei dieser Speicherdauer, die durch den AK-Vorrat dokumentiert ist, die eben zwischen 3 und 180 Tagen schwankt, da sieht man ja schon, dass es für die Verwendung dieser Daten im Falle der zum Zwecke der Behebung, Erkennung, Eingrenzung und Behebung von technischen Störungen sehr unterschiedliche Meinungen gibt, wie viel Daten man denn da sowohl braucht. Und dass diese Daten eben im Regelfall zum Beispiel von der Abmahnindustrie angefragt werden, die genau diese Daten, die nach § 100 gesammelt werden, dann im Rahmen der Halterfeststellung für Kleinstvergehen anfragt, im Rahmen zivilrechtlicher Forderungen. Da sieht man ja schon, dass hier offenbar ganz massive Einschränkungen des Verwendungszwecks notwendig sind und auch an der Streuung, wie unterschiedliche Unternehmen diese Datenvorhaltungen betreiben, dass da eine gesetzliche Vereinheitlichung notwendig ist. Wie gesagt, gleichzeitig denke ich, dass da also wenige Stunden bis Tage absolut ausreichend sind, um eine Störung zu erkennen, einzugrenzen und zu beheben. Gleichzeitig sei aber auch festgestellt, dass gerade im Telekommunikationsbereich natürlich für die Einzelverbindungsnachweise und andere Sachen schon viel längere Datenvorhaltefristen gesetzte oder, naja, ich weiß nicht, ob sie gesetzlich vorgeschrieben sind, aber technisch notwendig sind. Ja? Also wenn ich kann von meinem Einzelverbindungsnachweis von vor 3 Monaten bei meinem Mobilfunkanbieter abgreifen. Das heißt, da ist schon eine sehr viel ausführlichere Datenvorhaltung, die da stattgefunden hat. Insofern sehe ich für diesen § 100 TKG einfach keine Notwendigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident Hangel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich wollte unter der Überschrift IT-Sicherheitsgesetz auf Dinge eingehen, die ja von den Sachverständigen in den Gutachten auch teilweise beschrieben worden sind, nämlich dass man sich nach Snowden, Regin, der Equation Group, Stuxnet und den Zero-Day-Exploits viele Szenarien vorstellt, die eben über das, was wir hier vorliegen haben, nämlich ein Meldesystem für IT-Angriffe eigentlich hinausgeht. Und deswegen meine erste Frage an die Professoren Rossnagel und Hornung und an Herrn Neumann. Was wären eigentlich nochmal so ganz konkrete Punkte zusätzlich, die in ein solches Gesetz nach Ihrer Meinung als essentielle Negotii reingehörten, wenn man hier wirklich von einem IT-Sicherheitsgesetz reden muss, will, dass sozusagen auch die Bürgerinnen und Bürger und ihre IT-Sicherheit mit einbezieht. Die zweite Frage im Hinblick auf sozusagen diese auch in vielen Stellungnahmen genannten, ich sag mal, Scheinabsicherungen, die hier teilweise vorgeschrieben werden, die wenig für die Sicherheit tun, aber so eine Alibi-Funktion erfüllen. Was wären tatsächlich harte, notwendige Prüfungsschritte, Evaluationskriterien
um an den Netzknotenpunkten Hard- und Software tatsächlich als sicher beschreiben zu können. Was ist mit Penetrationstests und muss man nicht regelmäßig die Chips selbst untersuchen? Vielleicht können Sie da noch mal so zwei, drei konkrete Dinge beschreiben, die vielleicht in diesem Gesetz hier fehlen. An wen war die zweite Frage gerichtet? Das geht alles an die drei alles eben genannten. Ja, ich habe vier Fragen. Die dritte Frage geht nochmal im Hinblick auf das BSI und da befrage ich den Präsidenten ausdrücklich auch nicht zu, weil er in dem Fall meiner Ansicht nach befangen ist. Wir haben in anderen Sachen da schon gesprochen. Ich sehe ein großes Problem in der Diskussion über IT-Sicherheit und Cyberwar und was sich alles unter diesen Begrifflichkeiten versteht, zwischen Angriff- und Verteidigungsproblematiken. Und deswegen die Frage im Hinblick auf das BSI. Kann es sein, dass diese Behörde dem Innenministerium unterstellt ist und nicht unabhängig ist bei diesen essentiellen, hochproblematischen Entscheidungen und Abwägungen, die da getroffen werden müssen? Ich kann nur aus meinem PUR zur NSA berichten. Da stellen sich einige Fragen, ja, im Hinblick auf das BSI. Und deswegen wirklich die Frage, sind Sie nicht der Meinung, dass diese Behörde für diese sehr, sehr wichtige Aufgabe nicht unabhängig gestellt werden muss, um sich diesen Logiken, die auch Angriffslogiken sind, ja, in Cyber-Auseinandersetzungen, da braucht man nur die Debatte der letzten Wochen hier in Deutschland zu verfolgen, braucht man da nicht eine unabhängige Behörde. Und zu guter Letzt die Frage, das Ganze wird parallel in Europa unter der NIS-Richtlinie verhandelt, kommt wahrscheinlich in ein paar Monaten. Deutschen gehen jetzt hier ihren eigenen Weg. Man hofft dann, dass in Europa diese Dinge die Richtlinien für die Richtlinie wird, wenn ich das richtig verstehe. Macht das Sinn? Oder wäre es nicht sinnvoll, einfach noch ein paar Wochen zu warten, um dann für das globale Kommunikationsnetzwerk Internet zumindest eine europaweite Regelung zu bekommen und nicht einen deutschen? Vielleicht müssen wir uns noch mal darüber im Klaren werden, was so ein durchschnittliches IT-System eines deutschen großen Unternehmens ist. Das ist nicht irgendein Gerät, was man da hinstellt, einschaltet und Updates macht. Das sind riesige, komplexe Infrastrukturen von einer Komplexität, die so groß ist, dass ich bis jetzt noch keine einzige gesehen habe, in der einfach nur die Firewall vernünftig konfiguriert war. Deswegen steht man da vor einem, als Sicherheitsverantwortlicher, vor einem sehr, sehr großen Problem, dieser ganzen Geschichte irgendwie Herr zu werden. Und die Sache, die Herangehensweise, die sich durchgesetzt hat, gibt es gute Gründe für, wenn man sich einfach mal so eine Unternehmensstruktur auch anschaut, ist natürlich das einfach mit allen möglichen Checklisten zu erschlagen. Ja, es ist nicht so, als gäbe es keine Sicherheitsvorschriften für jeden einzelnen Rechner, der in irgendeinem größeren deutschen Unternehmen steht. Da gibt es seitenweise, da können Sie ein paar Festmeter sich ins Regal stellen an Holz, wo drauf steht, was alles gemacht werden muss zur Sicherheit. Das betrifft nur immer wieder genau den Teil der Sicherheit, den der Angreifer ohnehin schon kennt, der für ihn gegeben ist und um den er eben herumspielt. Auf der einen Seite steht ein Unternehmen mit einer unglaublich komplexen Infrastruktur und ein paar Festmetern Checklisten, wo dann irgendwie überall abgehakt wird, hier haben wir gemacht, hier haben wir gemacht, hier haben wir gemacht. Und auf der anderen Seite steht ein sehr agiler Angreifer, der sich um diese gesamte Bürokratie nicht zu scheren braucht. Der schaut einfach nur, funktioniert das? Nein, funktioniert das? Ah, probieren wir es mal so, zack. Ja? Das ist einfach ein Ungleichgewicht, so ein David-Goliath-Ungleichgewicht, was man da einfach hat und was auch dazu führt, dass sich das Problem der IT-Sicherheit in naher Zukunft wahrscheinlich nicht endgültig lösen lassen wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn jemand im Open-Source-Projekt einen Programmierfehler unterläuft, dann ist das nicht Stand der Technik. Auch wenn alle dieses Open-Source-Projekt nutzen, wenn es einfach gar keine Alternative dazu gibt und sich, das war übrigens der Punkt, den ich angesprochen habe, keines der Unternehmen, die das genutzt haben, da irgendwie nennenswert rein investiert hat. Und das ist ja genau der Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Ein Audit hätte und letztendlich hat ein Audit auch diesen Programmierfehler gefunden. Was hier eine Optimierungsdimension ist, ist eindeutig nur, wie lange hat es gedauert. Und da würde ich eben sagen, genau dieses konkret besser machen, schnell konkret besser machen, auditieren, prüfen,
schnellere Zyklen ermöglichen, Sicherheitslücken loswerden. Genau das ist IT-Sicherheit. Und darauf müsste so ein Gesetz hinarbeiten, hinwirken, dafür Anreize schaffen. Stattdessen sagen wir jetzt, okay, wir erschlagen dieses Problem der IT-Sicherheit mit noch mehr Bürokratie. Und diese Bürokratie, die kostet. Die kostet Ressourcen, die kostet Zeitaufwand. Die führt auch dazu, dass immer weniger Menschen Lust haben, sich wirklich in einem Unternehmen in der IT-Sicherheit zu engagieren, sondern lieber auf eine Beraterposition gehen oder als Penetration-Tester arbeiten, wo sie wirklich im Graben, ne, Sicherheitslücken finden und dafür sorgen, dass diese dann verschwinden, dass sich als Forscher engagieren. Und ich denke, wenn wir diese Bürokratieaufwand hier erhöhen, dann geht das einfach zulasten proaktiver Maßnahmen. Das ist ganz klar. Wir können nicht erwarten, dass wir jetzt irgendwie vorschreiben, erhöht die Bürokratie in eurem ganzen Unterfangen, weil ihr ja nicht genug Papier und Checklisten habt, und davon ausgehen, dass dann zusätzlich auch noch in Sicherheit investiert wird. Konkrete Punkte, die ich mir wünschen würde, wären ganz einfach. Führen wir eine Haftung bei Fahrlässigkeit ein. Klar, jede Haftung, es gibt immer irgendeinen Haftungsausschluss für einen Betreiber einer kritischen Infrastruktur. Wenn er nachweislich nichts dafür kann, dann wird er im Zweifelsfall auch nicht dafür haften müssen. Häufig kann man aber was dafür. Man könnte zum Beispiel sich auch über Fragen der Fahrlässigkeit Gedanken machen in dem Beseitigen von Sicherheitslücken. Ja? Ist eine Sicherheitslücke bekannt geworden? Wie lange hat denn der oder derjenige gebraucht, um die komplett aus seinem System rauszuradieren? Da ist ein Kunde zum Opfer gefallen, einer Sicherheitslücke, die irgendwie viele Jahre bekannt ist und die zum Beispiel in irgendeinem BSI-Audit vor 2 Jahren sogar schon mal angemerkt wurde. Da können wir doch mal langsam über Haftung reden. Ist doch jetzt wirklich nicht zu viel verlangt. Dann würde mich, das ist der Punkt, den ich eingangs schon kritisiert hatte, mich würde eine konkrete Erhöhung der Schutzziele interessieren. Stand der Technik halte ich für nicht ausreichend. Wenn wir sagen, wir wollen nicht so weitermachen wie bisher, wenn wir sagen, wir sind mit der Ist-Situation unzufrieden, obwohl wir so viele Festmeter Holz irgendwie in den Regalen stehen haben an Sicherheitskonzepten, dann müssen wir doch umdenken. Dann müssen wir doch sagen, okay, jetzt machen wir konkrete, revolutionäre vielleicht sogar Vorgaben und sagen, so, alle Kommunikation, die 2017 noch von irgendeinem E-Mail-Anbieter in Deutschland angeboten wird, ist ernstzunehmend verschlüsselt. Hören wir auf mit diesem Pipifax. So, das kann man, da haben Sie die Möglichkeit, sowas vorzuschreiben. Das wären, wenn Sie freuen sich ja immer über Standortvorteile, das wäre mal einer. Ja, auch diesem Siegel, Software-Siegel Made in Germany, dann wirklich mal auch zu einem Glanz zu verleihen. Da haben wir ja jetzt in den letzten Jahren noch nicht so den Ruf, den wir in anderen Industriebereichen haben. Das heißt, wirklich konkrete Schutzziele in Härtung und Prävention vorgeben und diese auch einfach verbindlich umsetzen lassen. Super Sache. Und dann natürlich, das ist ein Teil, auf dem ich ausreichend jetzt rumgeritten bin, Grundlagen zu schaffen, ja, für die gesamte deutsche Wirtschaft, durch eben Audits, durch Penetration-Tests, durch Bug-Bounties, ja, einfach mal Grundlagen, Basisbausteine der IT-Sicherheit wirklich mal in einer vernünftigen Qualität zur Verfügung stellen. Herr Schiller hat jetzt gerade selber gesagt, dass irgendwie die SSL-Lösung, die weltweit irgendwie mit 95% Verbreitung findet, seinem Anspruch an Stand der Technik nicht genügt. Da müssen wir was dran ändern, aber das können wir nicht machen durch irgendwelche Bürokratisierung des Problems. Dann gab es noch eine Frage zu Netzwerkswitches und ich muss leider sagen, dass ich die nicht ganz mitbekommen habe. Könnten Sie die nochmal wiederholen? Naja, die Frage ist eben, ob man an bestimmten hochrelevanten Punkten, wo IT-Infrastruktur zusammenläuft und ich sag mal, auch wenn es im privaten Besitz ist, aber eben öffentliche Infrastruktur eigentlich ist, nicht bestimmte Qualitätsstandards prüft, richtig? Also auf der Hardware und der Software guckt, ob die und die Standards erfüllt sind. Und manchmal muss man ja sozusagen mehr machen, als einfach nur drauf gucken, sondern eben auch reingucken. Ja, ja, das Problem gliedert sich in zwei Probleme, in zwei Teilfelder. Es gibt in der Regel einmal die Sicherheit, zu die ein Produkt, was ich irgendwie kaufe, in der Lage ist, mir zu bieten. Und dann gibt es noch, wie viel davon ich wieder kaputt konfiguriert habe als Betreiber. Ja. Das ist aber zum Beispiel ein Problem, dessen in vielen Bereichen sich das BSI auch annimmt und sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie in unserem Grundschutz definiert, wenn wir eine Windows-Festplattenverschlüsselung benutzen, dann sollte die bitte folgenden Krypto-Algorithmus nutzen und nicht den, der irgendwie per Default eingestellt ist. Ja, also solche Sachen sind ja durchaus sinnvoll. Und man kann natürlich auch Anbieter von, gerade von Produkten,
im Rahmen einer Zertifizierung, im Rahmen der Zulassung in kritischen Bereichen natürlich auch zu bestimmten Überprüfungen anhalten. Und es scheint ja, ich gehe einfach nur von der Lage aus, was wir im Lagebericht 2014 sehen, da noch Luft nach oben zu geben. Das heißt, was wir im Moment an Kontrollmöglichkeiten haben, scheint irgendwie nicht zu greifen. Ja? Wir haben große Angriffe, erfolgreiche Angriffe in der IT-Sicherheit. Und irgendwie scheint sich sowas nicht ganz durchzusetzen. Und ich denke, dass sich ein größerer Teil darauf zurückführen lässt, dass über Haftungsfragen da das Problembewusstsein eben nicht gegeben ist. Ja? Wenn ich im größeren Unternehmen für die IT-Sicherheit verantwortlich bin, dann habe ich mehr Probleme vor mir, als ich in der Lage bin, mit einem noch so großen Team anzugehen. Und es werden täglich mehr. Man macht den Job wahrscheinlich gut, wenn man die Anzahl der Probleme gleich hält oder gering sinkend, ja? Weil sie ja auch jeden Tag neuen Angriffen ausgesetzt sind. Angreifer denken sich auch jeden Tag was Neues aus. Sie sind da nie fertig. Deswegen ist das ja eine feste Position. Aber genau da würde ich eben mir wünschen, dass konkrete Anreize für die Verantwortlichen bestehen, in eine proaktive Richtung dazu gehen. Ich hoffe, die Frage damit beantwortet ist.